Das Topspiel des 44. Spieltags findet in Düsseldorf statt. Im ISS-Dom empfängt die DEG, der Tabellendritte, den Spitzenreiter Adler Mannheim. Und Harald Kreis und seine Jungs, die wollen den zweiten Heimsieg in Serie einfahren. Sein Gegenüber Pavel Gross hat München im Blick, will verhindern, dass die roten Bullen auf Tuchfühlung gehen. Düsseldorf in den ersten 20 Minuten, die etwas bessere Mannschaft, bekommt im Duell der beiden fairsten Teams der Liga die erste Überzahl und leistet sich diesen Scheibenverlust. Markus Eisenspiel auf dem Weg gegen Matthias Niederberger. Der ist zurückgekehrt nach der Adduktorenverletzung. Aber diese Chance, sie bringt in Unterzahl nichts ein. Eisenspiel scheitert am Düsseldorfer Tor. Dann die 13. Spielminute. Düsseldorf mit mehr Eiszeit in der gegnerischen Zone. Dieser Scheibe auf Gogula und der am Kasten vorbei. Chad Picker zwischen den Pfosten, der Adler Mannheim macht ein gutes Match. Die Scheibe von Köpfchen gespielt auf Gogula. Am rechten Pfosten geht sie vorbei. Noch 4 Minuten im ersten Abschnitt. Düsseldorf bleibt die etwas stärkere Mannschaft. Die Zweikämpfe hart geführt. Ridderwall an der Bande. Scheibe nach innen. Bujas und Decheno mit der Gelegenheit in Führung zu gehen. Auf 1:0 davon zu ziehen. Aber auch in diesem Moment kein Scheibenglück für die DEG und ein starker Goalie im Tor. Der Adler aus Mannheim. Wir gehen in den Mittelabschnitt. Etwas mehr als 8 Minuten gespielt. Mannheim in der Zone, der DEG und Katic unterwegs. Die Scheibe kommt ins Slot und aus der Drehung. Eisenspiel mit dem Führungstreffer. Der fällt eigentlich aus dem Nichts. Düsseldorf drückt weiter, macht das eigentlich richtig gut. Dann kommt dieser Schuss. Festerling kriegt irgendwie noch einen Schläger ran. Und dann aus der Drehung beherzt geschossen. Keine Chance für Matthias Niederberger zwischen den Pfosten der DEG. Toll gemacht. Aber Düsseldorf lässt sich von dieser Situation überhaupt nicht beirren. Ken-André Olimp. Olimp! Olimp! Da ist die Scheibe drin! 1:1! Wunderbar tankt er sich da durch. Strodel in der Mitte zieht die restliche Verteidigung auf sich. Und dann passt er ganz genau in den Winkel. Keine Chance für Pickert. Ken-André Olimp mit seinem 12. Saisontreffer. Toll gemacht. Noch 5 Minuten. Nochmal Mannheim. Nochmal Katic. Scheibe ins Slot gebracht. Erst verpasst Plachter. Dann David Wolf gegen Niederberger. Und was ist das denn? Kegeleinlage mit Linesman. Man kann so eine Schlägerei verhindern oder man lässt sie erst ausbrechen. Alle konnten weiterspielen, nur der Linesman hatte eine klitzekleine Schnittwunde. Das letzte Drittel. Noch einmal Düsseldorfer Powerplay und diese Idee von Ken-André Olimp. Schön, wie er da die Scheibe aus der Ecke genau ins Slot spielt. Da ist Lukas Lauf, der hat sich durchgetankt. Völlig freie Bahn. Aber trotzdem reicht es nicht zur erneuten Führung. Und als alle sich irgendwie schon eingestellt hatten auf eine Verlängerung, dieser Scheibenverlust der DEG. Eisenspiel an der Scheibe bedrängt. Eisenspiel! Und dann ist die Scheibe drin! 2:1 für Mannheim! Der Spitzenreiter holt sich den Sieg. Pim ist eigentlich hinterher, macht alles richtig. Aber dann ist irgendwie die kleine Lücke da. Und Eisenspiel mit dem Siegtreffer sorgt für die Punkte 98, 99 und 100 für die Adler aus Mannheim. Wir haben gutes Eisen gespielt, sind auch viel gelaufen. Das hat uns Leben natürlich auch schwer gemacht. Aber wir haben 60 Minuten durchgespielt, haben unsere Intensität gehalten. Zwischendurch ein bisschen Durchhänger gehabt, aber wir haben uns wieder gefangen und das war der Schlüssel, glaube ich. Es ärgert halt, wenn man 59 Minuten vernünftiges Eisen gespielt und dann so ein Drecksding da reinbekommt und am Ende des Tages jetzt mit 0 da steht. Und na, ich bin jetzt gerade ziemlich sauer und ich würde gerne andere Worte nutzen, aber das lasse ich jetzt lieber. Weil Düsseldorf über weite Strecken der Partie die etwas bessere Mannschaft war. Aber man verpasst es in eigener Halle, die Tore zu machen. Und die Adler, die spielen vielleicht nicht überragend, haben am Schluss aber das Glück. Und Markus Eisenspiel.